Willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 15, zusammen mit Guden. Hallo. Und dem Arktik. Jo, hallo. Gerade nochmal ein Thumbnail gemacht. So, wir sind jetzt wieder hier auf der Holzhausen unterwegs, in der altbekannten Kombination. Genau. Es ist immer noch die gleiche Aufnahme, das heißt, ich bin immer noch krank. Mhm. Ja, in der nächsten ist das, denke ich, schon weg. Ja. Ich fahre immer noch denselben Umweg wie immer, weil ich ein bisschen dumm bin. Aber nur ein bisschen, glaube ich. Halt auch ein bisschen. Weil so ein bisschen gaskrank ist mein Helmer, ne? Oh. Genau. Als Motorradfahrer. Ja, und als Autofahrer eigentlich auch später. Ja, sollte in deinem man ja bei Fall später. Auto Autoüberlegungen sollte das ja, denke ich, so dem Jan zum Beispiel doch schon ziemlich bekannt sein. Ja, ja, aber ich bin heute auch wieder mit meinem Racing Twingo gefahren. Racing Twingo, wie viel hat er nicht mal 3 Schläge PS? Ist das ein aktueller oder so ein älterer? Also ist nicht die ganz, ganz alte Knutschkugel, sondern es ist schon der danach kam. Ist das der mit diesem seitlichen Lufteinlass auf der Motorhaube? Hat der auf der Motorhaube so an einer Seite so ein bisschen so einen Luftschlitz? Nein, das ist der ganz, ganz alte. Der war geil. Den fand ich sogar eine Zeit lang gar nicht so hässlich. Doch, eigentlich schon, aber irgendwie, bei Kleinwagen. Was macht der Steier? Macht gerade Felsspritzeleien. Okay, wobei gut, ich sagen muss, also bei Kleinwagen dann eigentlich nur den Landschaft Delta HF Integrale. Aber schon in der Martini-Edition, ne? Ja, für 250.000, ne? Den billigen. Mhm. Ja, unser Händler hier, unser örtlicher, was ist das, Ford-Händler, glaube ich, hatte ganz lange ein Delta da stehen. Ich glaube, jetzt 3 oder 4 Jahre und der wurde jetzt vor kurzem verkauft. Und jetzt hat er sich da so ein altes Lancia Cabrio reingestellt, glaube ich. Das sieht auch geil aus. Ja, aber der Delta, der hat doch glaube ich, sogar Allrad und so einen ganzen Kram auf jeden Fall. Ich sehe folgendes Problem. Also, ich habe ja schon die ganze Zeit gegrubert, ne? Ja. Ja. Würde ich ganz gerne mal abtreten. Kannst du auch für mich eben fertig sputzen. Ja, das wäre nett. Weißt schon, wir haben ja sogar 3 Schlepper. Ich wollte gerade sagen, wir haben gar keinen 3 Schlepper. Ich dachte, du hast vor, was mit Gras zu machen, deshalb habe ich die genommen. Ja, ich würde halt jetzt eben kurz spritzen und dann mit Gras machen. Es macht ja keinen Sinn, hier das Feld halb gerubert stehen zu lassen. Ach so, stimmt. Dennis hat ja den Bürrer. Ich habe gedacht, du könntest ja den Bürrer nehmen. Aber wir haben ja nur die 3. Mhm. Sind halt auch dementsprechend alle immer in Action jetzt gerade, ne? Oh. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall dann irgendwann auch einen besseren Schlepper. Aber passt eigentlich bis jetzt passt eigentlich alles super. Vor allen Dingen, was soll man nehmen? Weil der aber Puma ist im Endeffekt jetzt aktuell mit der PS-Einstellung genau dasselbe wie ein T6. Und ein T8 möchte ich nicht, der ist fast zu groß im Moment. Deutsch würde ich fast sagen. Wobei der auch schon relativ groß ist, ne? Ja. Oder vielleicht den Lambo. Ja, der hat halt 2,30, ne? Wobei der sich mit dem Deutsch echt nicht mehr viel nimmt. Ja, der ist baugleich. Die haben nur die PS-Zahl geändert. Ja, deswegen. Und da finde ich den Deutz eigentlich schöner als den Lambo. Ja, okay, der kostet natürlich auch 20.000 mehr, ne? Ah, aber... Ist eigentlich heftig, wenn man sich überlegt, was Lambo für ein Image bei den Autos hat, dass die Schlepper dann günstiger sind als Deutz. Die blaugleichen. Und gleich aussehen, ja, bis auf die Haube, die anders aussieht. Und die Farbe. Und die Farbe, ja. So, ja, aber das wäre eigentlich sonst wirklich bald der... Der Deutz wäre eigentlich bald die einzige Option, weil alles andere ist... meh. Boah, dann schon in der Black Edition, ne? Ja, kann man machen. Weil wir sind ja hier im Black Forest, ne? Mhm. Ne, im Forest Gump waren wir doch, oder? Achso, da ja auch. Ach, ich fand das witzig, also ich gucke ja ganz gerne auch Motorrad-Enduro-Videos und da gab es ja letztens ein Video von Lever25, ne? Ja. Und das war so geil, da habe ich auch irgendwas kommentiert, wo es um die Herkunft von ihm ging und der ist ja Finne, ne? Und da hatten sich dann in den Kommentaren erstmal 2 Letten gefunden, die dann natürlich erstmal Skype-Kontakte austauschen mussten. Mhm. Und das Witzige war, da hatte noch ein Deutscher geschrieben, der halt wirklich aus dem Schwarzwald war und dann haben die den nach den Skype-Kontakten gefragt, also den Deutschen. Mhm. Ist ja, also Lettland ist ja quasi fast Schwarzwald, ne? Ja. Black Forest hat er wahrscheinlich geschrieben. Ja, hat auch Black Forest geschrieben. Klingt irgendwie amerikanisch dann. Erstens und zweitens klingt irgendwie so Schwarzwald, ja gut, ne, kennst du, aber so Black Forest, das klingt irgendwie schon wieder so mysteriös und sowas. Alter, ist das euer Ernst? Guck mal, Gun, wo ich hier stehe. Das lasse ich jetzt ungedüngt. Krass.
Krasser Typ. Ganz schön rebellisch. Ja. Irgendwann kündige ich dich. Rebell. Sind die anderen Felder auch schon gedüngt? Ich glaube nicht. Nee, noch keins. Ja gut, dann, aber das geht ja schnell mit der Feldspritze, die hat ja 40 Meter. Oder 36. Ich kann auch weitermachen, so ist das nicht. Nein. Ich habe noch nicht gespritzt bis jetzt hier, also mit Feldspritze. Ich habe eine Bahn gespritzt. Ja gut, dann spritz, mach du mal den spritzigen Spritzer. Den aktiven Spritzer. Na komm, ich fahre die noch eben so hoch, damit sie aufgefüllt werden. Jetzt gleich wird das Geld wieder ein bisschen schwinden. Wir haben nur kaum 1000 Leute hier. Ja, weil ich gerade was weggebracht habe. Ja. Weil dann werde ich schon wieder sehen, wie der Drescher hier eingeparkt wurde, ne? Was ist damit? Der gehört auf die andere Seite. Zazaza. Ja, ist doch relativ egal, oder? Ja. Ja, nee, weil die Halle stand an der Seite offen. Jetzt musste ich da so quer reinjucken, weil ich zu faul war, die Halle zu öffnen. Du Lümmel. Kostet einmal Spritze auffüllen. Was hat die drin? Zu wenig. Die hatte null und jetzt hat sie gleich voll. Das ist voll. Was heißt das, wie viel Liter? 2000. Okay, dann kostet 1 Liter 25 Cent. Also ja, 4 Liter für 1 Euro. Ja. Da kannst du besser hier Wasser aus der Kiste da reinfüllen. Günstiger. Ja. Boah, wie war es eigentlich? War eigentlich das Wasser bei den normalen Wasserhähnen in LS, war das eigentlich kostenlos? Ja, ne? Denke schon, ja. Wo meinst du? Meinst du jetzt ja, für die Tiere? Ja, ja. An diesen Brunnen da. Nein, das war nicht kostenlos, da hast du abgebucht gekriegt. Echt? Und am Fluss? Weiß ich gerade gar nicht. Auch. Obwohl, am Fluss ging das überhaupt Standard auf der Standard-Map? Ja, klar, das ging, ja. Okay, ja, ich hab's immer da an diesem einen Brunnen gemacht. Hat, wo das dann alles dann realistisch dargestellt wurde. A Water Mod. Ja, da ja eh. Ja. Weil, ich meine, wisst ihr was? Kennt ihr noch die Wasserverkauf, den Wassereinkauf an der von der MiGMap? Dieses komische, hässliche, selbstgebastelte Ding. Du meinst das Wasserwerk, das Klärwerk, dieses ganz kleine? Ja, nee, nicht das Klärwerk, sondern da kann man Wasser kaufen. Mehr war da nicht. Hä? Ach, da kam doch dieser Schlauch aus der Erde, ne? Nee, war da nicht so eine komische Tafel, so was total plastikmäßig aussah und da war da irgendwie fast, sah es aus wie so ein Wasserhahn oder so. Ah, nee, das war Hangenstedt Modified, oder? Nee, das war auf jeden Fall. Oh, ach, hier ist ja noch gar nicht gemäht. Ich dachte, hier wäre schon gemäht. Ups. Du musst oben über Feld 3. Ach, über Feld 3, achso, ja. Ja, Mensch. Ach, die große Wiese. Ja, klar. Ist nur gemäht bis jetzt? Nur gemäht, ja. Ja, gut. Wenn es bis jetzt nicht schon wieder vergammelt ist, und willst du direkt schwadern oder zetterst du noch? Zette noch. Okay. So. War jetzt gerade hier mal eine alternative Route. War ich auch irgendwie immer. Warte mal, was Feld 8 hier? Ich finde Feld 8 hier eigentlich relativ attraktiv, muss ich sagen. Ja, 52.000, 1,9 Hektar. Und wie viel kostet das? 52.000. Feld 8 ist auch in Ordnung, ja. Wobei ich sagen muss, wir brauchen erstmal noch keine Felder. Wir haben so mit diesen Feldern noch genug zu tun eigentlich. Ja, aber wir brauchen eigentlich für diese Felder auch keine größeren Geräte. Ja. Ich würde erstmal sagen, erst größere Geräte und dann neue Felder. Oder einfach mehr Geräte. Also, dass wir mal auf eine Ballenpresse und sowas gehen. Ja, ja, das würde ich schon sagen. Ballenpresse also auf jeden Fall. Ich würde wirklich sagen, dass wir, also wenn ich jetzt mal so meine Meinung vortragen darf, hätte ich halt wirklich Lust, wirklich eher halt so Kuhwirtschaft zu machen, dafür halt nicht so wirklich riesig Felderwirtschaft, ne? Ja. Halt auch nicht so riesig expandieren in der Richtung, aber dafür halt, dass man halt alles für die Kühe hat, dass man da wirklich bei den Kühen gut was machen kann. Also, ist jetzt meine Meinung. Würde ich auch sagen, und danach, du wirst aber trotzdem irgendwann vielleicht auch größere Felder brauchen wegen Ballen und sowas. Aber ich würde fast im Moment, wenn wir jetzt, was weiß ich, zwischen 6, 8 Meter Sämaschine und einem Feld entscheiden könnten, würde ich eher das Feld nehmen. Ja. Ja. Weil ja, hier bringt uns 6 Meter, da bist du auch nur noch auf einigen Feldern nur noch am Drehen. Also die 4 bzw. 3 Meter, die wir im Moment so als Arbeitsbreiten haben, die sind eigentlich ganz chillig. Also eigentlich eine 4 Meter Seemaschine wäre ziemlich nice. Ja. Ja, muss man mal gucken. Ich glaube auch nicht, dass wir da eine finden. Oder von mir aus 5, die gibt es glaube ich teilweise noch aufgesattelt oder 4,5.
weiß es nicht. Weil ich muss sagen, die Größe von der Seemaschine, vom Gruber finde ich echt optimal. Ich finde die echt super. Ja. Ich auch. Damit geht was voran und es ist wendig. Ja, der geht schon echt ganz gut. Und das ist halt irgendwie vom Feeling her eigentlich wie im LS13, das Ding. Fährt sich einfach ein bisschen besser, ja. Der verzieht so, einfach gar nicht. Jetzt bin ich schon wieder am Zetten, das heißt, der Part wird ja schön groß. Das ist immer schön, ne? Dann weiß wenn man, du möchtest, dann weiß kannst man du auch grubbern. Mir sind die Partgrößen im Moment egal. Ja, ich lade weniger Videos hoch als du und... Ja, aber ich habe halt jetzt für die nächste Woche eigentlich alle Projekte außer Holzhausen hoch. Und da ich ja wieso keine YouTube-Farm oder ich sag mal weniger mache. Im Endeffekt 2-3 Videos dann die Woche sind ja im Vergleich zu sonst fast nichts. So, Feld 16 ist auch gleich schon gedüngt. Dann müsste noch Feld 17. Die anderen Felder hattest du beide gemacht, ne? Ja, die unten hier, die sind beide fertig. Gut. Perfekt, dann haben wir das gleich auch schon hinter uns. Boah, so. Da hätte ich gerade fast in der Aufnahme genießt. Mensch, das kannst du doch nicht machen. Ja, tut mir leid, ich bin krank. Ja, ich bin auch krank, deswegen bin ich aber auch nicht die ganze Zeit am Rumgenießen. Ist aber, glaube ich, bei mir eher so eine geistige Sache. Du Schlinge. Ja. Meine Mutter hat mich getestet, ich bin nicht verrückt. Ich habe nicht umsonst mit ein paar Kumpels eine Gruppe, die sich Behinderung nennt. Aber ich habe eine WhatsApp-Gruppe, die heißt Die Deppen. Hat das Zitat jetzt gerade jemand verstanden? Welches? Ich weiß nicht welches. Was hast du nochmal gesagt? Bin ich verrückt, meine Mutter hat mich testen lassen. Nee, kann ich so, nee. Glaube ich nicht. Dr. Sheldon Cooper. Ah, stimmt. Jetzt wo du sagst. Big Bang. Ach so, genau, guck ich nicht. Na, mein Mathe-LK-Lehrer ist davon ein Fan. Oh, so. Der Tacho vom Steuer, der ist so geil. Irgendwie ist der Tacho vom T6 fast ein bisschen zu sehr nach vorne geneigt, finde ich. Man guckt so irgendwie sehr von schräg oben drauf. Mhm. Na gut, vielleicht ist er ja nicht so. Ich weiß es selbst keine nicht. Keine Ahnung. Aber irgendwie ist es nicht schön. Ihr habt doch hier, welcher Deutz war das nochmal im LS13, der wo das Armaturenbrett so fett war, dass man die Motorhaube nicht mehr gesehen hat? Alle. War das ein K420 oder ein M620? Ich weiß es nicht. Den es auch mit Pflegebereifung gab, der war das. Ah, okay, dann war das sogar der neuere, das weiß ich aber nicht die Nummer von. Den es auch als Hürlimann gab. Der Hürlimann hat das doch auch gehabt. Ja, genau. Ja. Boah, es gibt auch überall, ne? Die wirst du auch nicht los. Aber dieser eine, ich glaube, das war der M620, der einfach 1:1 aus einer LS genommen wurde, genau wie der X720. Und die waren einfach beide so hässlich. Wobei es ja Leute gibt, die lange Zeit für Mod-Vorstellungen genommen haben, ne? Wobei ich den X720 im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, als schönen Mod, sage ich mal, als gut gemachten Mod richtig cool finden würde. Ja. Auch für uns hier. Weil der an sich sieht ja gut aus. Ich meine, da gab's auch mal einen Mod für. Ne, das war der TTV, der große. Mit Frontlader dran und so, ne? Ja, genau. Und Chromreifen. Das war der 7250 TTV. Aber der hat richtig hart Performance gezogen. Ja. Wahrscheinlich auch mitunter wegen den Chromfelgen und so weiter. Das sieht der, glaube ich, auch ziemlich. Chrom geht gar nicht. Da habe ich letztens einen Trailer gesehen, der hatte Chromkappen halt drauf auf den Reifen. Und, ja, da konnte man doch schon über 10 FPS nachdenken. Ja, aber ist ja wie gesagt nicht schlimm. Ich meine, Matze sieht sowieso besser aus. Ja, oder einfach ja ganz normal halt Alu. Ja, nee, schwarz-matt fertig. Na, ja, nicht unbedingt. Doch. War Aluminium gebürstet. Na, oder bei Felgen schwarz-matt. Oder eloxiert oder so. Schwarz-eloxiert, ja. Nee, bei Felgen schwarz. Oder pulverbeschichtet finde ich auch gar nicht so schlecht. Naja. Ja, auch praktisch matt. Bei schwarz, pulverbeschichtet schön. Ja, obwohl Anthrazit pulverbeschichtet ist natürlich auch nicht schlecht. Ne? Was auch schön ist, ist orange pulverbeschichtet. Ja. Aber dann aber bei KTM.
Aber auch nur, wenn es sich um einen Chrom-Molybden-Gitterrohrrahmen handelt, ne? Genau. Also es ist ein Stahlrahmen, aber halt Chrom-Molybden beschichtet, ne? Ja. So, und wer jetzt nicht weiß, wo man Molybden im Periodensystem findet, das wird erstmal schön nachgeschlagen. Perioden was? Das PSE, das PSE. Na, Dennis, das lernst du nicht, ne? Ne, wir haben Chemie. Und ja, da haben wir auch irgendwie so ein Kram mit Periodensysteme, mit diesen, wie viele Elektronen sich da auf der Außenschale und so. Du kennst höchstens den Periodenkalender von einer Freundin, oder? Aber, genau. Schalmodell ist ja noch easy, wenn es Richtung Dings geht, Richtung, ja, Schalmodell ist easy. Wenn ich mir da ab und zu mal so angucke im Unterricht, denke ich mir so, ja, ist easy, und dann gucke ich wieder weiter in mein Handy rein. Aber Orbitalmodell ist dann schon. Unser Lehrer kann sich da nicht durchsetzen, deswegen. Bisschen komplizierter, das ist dann ein bisschen erweitert. Man könnte praktisch sagen, ich bin da in dem Fall nicht ganz anwesend und habe mich eigentlich, zum Zurückdenken, noch nie gemeldet. Und wenn man so in seine Klassenliste reinguckt, so wo die ganzen Noten stehen, da steht überall, bei jedem steht ein Minus, außer bei zwei, drei Leuten. Und wenn er so durchgeht, hat er mal die Klassenliste durchgegangen, so mit den Noten, ja, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 4. Man denkt sich nur so, habe ich mich eigentlich mal gemeldet? Das frage ich mich schon den ganzen Part. Also, am besten, ihr beantwortet das mal in den Kommentaren, ob der Dennis sich heute oft genug gemeldet hat. Und, ja, das schauen wir dann mal morgen. Jo. Tschüss. Tschüss. Tschüss.